I'm made of. Ready? Go! Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Unleashed für Xbox 360 hier bei Crashworthyfig89. Ja, ich hoffe, ihr habt den letzten Part gesehen, denn da habe ich bereits einige Sachen klar gemacht. Wie zum Beispiel, dass hier jetzt nur der Shunan-Tag-Level, dass ich den nochmal spielen muss, das jetzt nur hier vorkommt, als auch schon wieder verwechselt, mein Gott. Ja toll, und da falle ich in Stacheln rein. Sehr geil, sehr geil. Und der Turm macht bei mir echte Probleme, weil der Kopfhörer so blöd platziert ist, dass ich mir richtig auf den Nerv geht. Also worauf ich hinaus wollte. Ich habe euch ja schon erklärt, was jetzt bei mir los ist und was in diesem Part jetzt fehlen wird. Nämlich zum Beispiel die Cutscene, wenn ich jetzt den Tempel betrete. Und ein Exorzismus, den Abathos stattgefunden hätte. Wobei wir drei Leute vom Gaia-Fluch befreit haben. Und ja. Dazu noch, hätte ich sogar noch in Holaska hätte ich jetzt auch noch einen Exorzismus betrieben mit den Dorfältesten, aber leider Gottes, ja, ich muss diesen Part auch nochmal aufzeichnen, weil ich vergessen habe, mein Commentary einzuschalten. Das war nämlich auch auf ausgestellt, leider Gottes. Ach, ich habe echt heute nur noch Pech, nicht nur, dass es mir viel zu heiß ist jetzt gerade, es ist auch schon ziemlich spät. Ich habe keine Lust mehr zum Aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt dann am darauffolgenden Wochenende. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wie kann ich sterben? Ja, meine Konzentration geht leider Gottes dabei auch flöten. Ach, Mann. Was bisher passiert ist. Nein! Ah, Spitze. Ja, super, toll. Ah, ist er herrlich. Mein Gott. Heute geht echt nur alles schief. Tut mir echt leid. Tut mir echt furchtbar leid, dass ich da so miese Leistung bringe. Ich bin jetzt schon ziemlich müde. Meine Konzentration geht flöten. Ja, ich habe ja schon erklärt, was da los ist. Bei mir, mit meiner Capture-Card, mit meiner aktuellen. Ich habe halt jetzt mal die Aufnahmequalität runtergestellt. Also ich meine, es bleibt immer noch auf 1080p, 60 FPS. Allerdings die Bitrate und so, die habe ich jetzt mal ziemlich weit runtergestellt, dass vielleicht da nicht mehr so viel Leistung gebraucht wird, um das Video zu bearbeiten. Weil anders als bei den anderen Capture-Cards braucht es noch zusätzlich Bearbeitungszeit, bis das das Video dann fertig wäre. Die Rohdatei. Ja, leider Gottes braucht es noch extra Bearbeitungszeit. Statt dass es dann beim Exportieren der Rohdatei, dass dann direkt die Rohdatei fertig wäre, sobald auch die Aufnahme beendet wird. Es ist wie bei Open Broadcaster. Wenn längere Zeit, also wenn ein Video, eine Aufnahme mal viel länger ist, da braucht es auch noch zusätzlich Zeit, bis das es dann, also noch extra Zeit, bis das dann das Video fertig bearbeitet worden ist. Aber das Problem ist dann, wenn es während des das Video bearbeitet, kann ich dazwischen nichts aufzeichnen, weil dadurch auch, ach verdammt, ja, ich konnte irgendwie nicht drüber springen, ich bin da in der Luft hängen geblieben. Ich musste das tun. Wirst du dich mal beeilen und aufhören, elektrisch geht. Du blödes Teil! Tricks! Blechkasten! Wie lange der elektrisch bleibt? Obwohl, ich hätte mich doch auch eh noch retten können. Oh, ich bin da wieder so hektisch. Toll. Es läuft echt nicht gut hier. Es läuft nur noch mies. Ich sag's ja, ich hätte auf der Plattform bleiben können.
Aber ich musste herum. Aber ich war so. Jetzt so blöd. Musste so hektisch werden, Herrgott. Kein Kommentar dazu. Ja. Capture Card, das noch bearbeiten muss, die Videos, also im HD, also zumindest ist die Software zu Elgato HD 60. Ist sie nicht imstande weiter aufzunehmen, weil dann plötzlich, das sieht man schon bei der Vorschau, weil dann plötzlich das Bild anfängt zu extrem zu ruckeln. Und dazu noch. Ach komm, hör auf, bitte. Gut. So, diesmal darf man da keinen Boost oder Homing Attack versuchen. Mann. Was ein Fail, ey. So. Das muss aber jetzt gut laufen. Da gibt's ja Ringe, oder? Ja, aufpassen. So, und jetzt Full Speed. Aber jetzt sollte ich mich konzentrieren. Schön aufpassen beim Speeden. Sehr gut, sehr gut. Immer ein paar extra Leben dazu bekommen. Für den Schaden bezahlst du aber, mein Freund. So. Und jetzt einfach hier durchspeeden und schon sind wir da. Schon sind wir am Ziel unserer Träume. Und natürlich wird es ein ziemlich schlechter Rang. Der schlechteste von allen. E-Rang. Ja, und die Ergebnismusik. Immerhin, eins ist gut, die Ringenergie hat sich erhöht. Aber das braucht schon 15 Einheiten, bevor sie sich weiter erhöhen kann. Oh Gott, das ist so lol. Das ist echt zu lol. Ja. Aber meine Leistung war auch wirklich nicht die beste. Na schön, jetzt wird es Zeit für den Boss-Level. Ihr wisst ja, wo sich der Boss-Level von Spagone befindet, direkt gegenüber den Tag-Level. Den haben wir auch schon gespielt im letzten Part. So, dazu gehen wir auf. Und jetzt kann man auch natürlich von der Weltkarte auswählen. Wir gehen da Mission auswählen und starten durch mit den Egg Devil Ray. Naja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie meine Capture Card tickt und ich hoffe, dass ich da damit dann besser umgehen kann demnächst. Ist leider Gottes der Fall. Man braucht da wirklich einen besseren Computer, weil die Leistung, die hier benötigt wird, die ist wirklich schon ziemlich hoch, die Mindestvoraussetzung. Ich muss wahrscheinlich mein Computer vielleicht nur umbessern. Also aufpimpen. So. Und hier noch ein bisschen Turbo Speed. Oh. Mist. Der Actor Racer ist ein richtiger Laserfuzzi. So. Ich dachte, er würde jetzt sein Elektroschild einsetzen wollen. Das macht er immer dann. Sobald man sich versucht, ihm zu nähern. Ach, Alter, hör auf damit. Bam. So. Ach, Mist, schon wieder keine Ringe. Vielleicht kann ich aber hier eine verpasste Mondmedaille kriegen, weil mir ist da nämlich ein entgangen. So. Gut, immer bist du drauf. Sehr schön. Aber noch besser wäre es, wenn man ihn damit einen verpasst. So sieht es dann schon viel besser aus. Zack. So, aufpassen. Ab jetzt sollte man wieder abbremsen. Weil sonst verpasst er ihn mit einem elektrischen Schlag. So, und hier noch eine. Sehr nice. Wow, Vorsicht. Mehr als zwei Treffer kann man ihm da maximal nicht zufügen. Leider Gottes. So, den Schild habe ich schon mal wieder eine verpasst. Und jetzt hier. Ah, da hätte ich rutschen müssen, nicht Idiot. So. Und zack, das wär's. Und tschüss. Wie er da einfach durch die Holzbacken durchgeglitscht ist. So, wie sah's aus? Immer noch Nahrang.
Leider, ich habe auch zu viel Schaden erlitten und vielleicht ein bisschen zu viel Zeit gebraucht. Boah, die Ringenergie. Die braucht sehr viele Einheiten. Naja. Ich hoffe mir nur, dass bei der Aufnahme alles stimmt. Wenn der Timer ganz normal läuft, dann müsste alles in Ordnung sein, aber beim Vorschaubild kann es auch passieren, dass immer noch das Bild hängen bleibt, aber wenn der Timer ganz normal läuft und es nicht laggt, dann müsste alles in Ordnung sein. Weil man muss nämlich bedenken, wenn man nämlich jetzt versucht... Ja, nochmal aufzuzeichnen, während es im Bearbeitungsvorgang sich befindet, dann, ja, guckt man dann blöd aus der Wäsche, weil die Aufnahme dann am Arsch ist. So, bei dem habe ich noch zusätzlich Exorzismus betrieben, habe ich auch noch in diesem Part gemacht. So, nun wird es Zeit, dass wir uns zum Level begeben. Ich wollte eigentlich dann an der Stelle aufhören, wo ich ein Level gefunden habe. Ja, es ging wirklich einiges schief hier an der Stelle. Es tut mir wirklich leid, dass da meine Leistung jetzt so mies war in diesen ein Level. Generell habe ich jetzt wirklich keine gute Miene. Nicht nur, ich bin auch schon ziemlich müde. Und... Das andere Problem ist ja auch wegen meiner Capture Card. Ich bin nämlich schon ziemlich verärgert, dass das so blöd laufen muss. Aber ich wollte unbedingt den 1080p aufzeichnen und habe sehr viel Geld für das Ding ausgegeben. Aber dass ich dann solche Probleme habe, das hätte ich nicht erwartet. Dass es dann so lange braucht, bis das Video exportiert. Was die anderen Capture Cards niemals benötigt haben. Also was... bei den anderen Capture Cards bisher ein Niederfall war. Die sind alle sehr schnell fertig geworden. Egal wie lang das Video wurde, sobald ich auf Aufnahmen stoppen geklickt habe, war die Rohdatei auch schon wieder fertig. Ich kapiere, dass es hier anders sein muss. Ich benutze auch die Elgato Software. Leute, da hätte eine Bitte. Wenn ihr eine gute Software wisst, eine gute Aufnahmesoftware kennt, welche auch mit der Elgato 60 kompatibel wäre und trotzdem besser funktioniert und nicht bloß auf Elgato abgestimmt ist, dann schreibt es mir in den Kommentaren, weil es gibt natürlich mehrere Aufnahmesoftware, die mit dieser Capture Card gut funktionieren kann. Ich meine, Open Broadcaster, ich weiß nicht, ob ich das auch verwenden könnte. Weil es hat nicht dieselben Funktionen wie das, wie Elgato Software. Weil Elgato Software sollte nämlich auch die Stimme aufzeichnen können. Ich meine, Open Broadcaster wäre mit der Capture Card kompatibel. Das ist auf jeden Fall Fakt. Könnte sein. Aber dann kommt noch das Problem. Oder ich weiß nicht, ob es mit Open Broadcaster geht. Kann ich jetzt nicht sagen. Weil es nimmt so ziemlich alles vom PC auf. Aber boah, ich weiß nicht, ob es dann wirklich die Funktion hat, die ich benötige, und ob es nicht auch noch viel zu viel Leistung benötigt, um richtig aufzuzeichnen. Weil außerdem ja, Kamera bitte, wärst du so freundlich. Das Problem ist ja immer noch, dass die Stimme dann nicht extern aufgenommen wird mit Open Broadcaster. Das macht jetzt, das macht aktuell nur die Elgato Software. Zumindest die Elgato Software von der Elgato HD 60. Okay, jetzt habe ich es aber. Nun, jedenfalls. Wenn ihr den Nachtlevel betreten wollt, müsst ihr einfach nur hier die ganzen Schalter schnell umlegen, weil nach einiger Zeit dann schließt sich wieder die Tür. Das heißt also, man muss da schnell reinkommen.
Hier gibt es zudem auch noch eine Schallplatte irgendwo zu finden. So, jetzt sind wir hier drin gefangen. Und das heißt, wir müssen gezwungenermaßen hiermit weitermachen. Mit Cool Edge Tag Level. Ja. Aber das werden wir im nächsten Part bestreiten, ja. Ich habe beschlossen, dieses Mal wird ein kürzerer Part. Es ist jetzt sozusagen nur ein Aufklärungspart, was jetzt passiert ist. Wie gesagt, es fehlen leider Gottes die Cutscene, wenn wir den Tempel betreten. Ich meine, ich habe jetzt auch aktuell keine Möglichkeit, sie mir anzugucken, ich eine Videokassette, und ich kann es auch nicht so weit im Voraus aufnehmen, weil ich glaube, die ganzen Cutscenes kann man sich erst im späteren Spielverlauf nochmal angucken, genauso wie ich die ganzen Konzeptgrafiken und alles, was wir freigeschaltet haben bislang. Das geht, glaube ich, dann erst im späteren Spielverlauf, weil das kann man dann auch bei Professor Pickles so machen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Naja. Sei es drum, aktuell geht es leider Gottes nicht, und ich wüsste auch nicht, ob ich überhaupt die Videokassette dafür, die Cutscene freigeschalten habe. Keine Ahnung. Also die Videokassette habe. Weiß ich nicht. Aber sagen wir es mal so, es ist ein, wie schon gesagt, ein kleiner Aufklärungspart, was jetzt passiert ist, und ihr habt ja wenigstens noch die Level bekommen. Auch der Exorzismus von Apotos und auch von Cool Edge ist leider Gottes nicht enthalten gewesen. In Apotos waren es 3 Leute, zum einen der Eisverkäufer, dann noch der Pfarrer und ein Mädchen aus Shamar. Ich glaube, sie hieß Summer oder so, welche sich eingebildet hätte, dass sie einen guten Orientierungssinn hat, aber in Wirklichkeit hat sie den nicht. Ja, und der von Holoska, das war, glaube ich, der Dorfälteste, der sich frisch und munter gefühlt hätte, aber oder besser gesagt, dass er nicht Zenie wäre, sondern fit wie ein Turnschuh. Aber nö, dem ist nicht so. Man merkt das ja am Ende, wenn dann so ein dunkler Nebelschwaben um deren Kopf schwirrt, dass sie dann vom Darkgeier befallen werden. Und dann, das heißt dann, draufknipsen. So. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was jetzt mit diesem Part los war. Ich meine, bei den letzten One Piece Pirate Warriors Aufnahmen, da lief alles ohne Probleme ab. Da muss irgendwas passiert sein. Naja, jedenfalls wisst ihr Bescheid, und ja, bedanke mich fürs Gucken und für euer Verständnis, und ich werde jetzt mal zukünftig darauf achten, dass ich das irgendwie besser regeln kann. Und bis dahin, seid gespannt und klickt wieder rein, euer Crush44 geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Unleashed für Xbox 360. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.